Hallo, herzlich willkommen hier beim Bravus, auf dem Bravus Marienstand in Halle 4. Wir haben den zweiten Messetag morgens um 9 Uhr. Gestern der Tag war sehr erfolgreich, unglaublich viele Gäste, Besucher, Interessenten hier auf der Messe. Es ist schön, wieder hier zu sein und ja, heute sind wir am Bravus Marienstand und wir stellen Ihnen die 900 Shadow Suntop Stealth Green vor und die neue Black Ops Signature Edition Cross Cabin. Bisschen kompliziert die Namen hier bei Bravus Marine, aber dementsprechend absolut faszinierend sind die Schiffe. Fangen wir hier an mit der Stealth Green. Ja, wie gesagt, der Name, ich würde es einfach sagen, es ist ein Military Grün mit einem ganz leichten Grauanteil, mit der Sunrise Polsterung. Das ist ja ein schwaches, mattes Orange. Name Sunrise. Als ich die Zeichnung oder die Drawings vorab von dem Schiff in dem Setup gesehen habe, habe ich das Ganze, die Designer, die dafür verantwortlich waren, glaube ich, sehr hinterfragt, weil ich mir das 0,0 vorstellen konnte. Es sieht hier auf der Messe absolut mega aus. Also eine Farbkombination, glaube ich, die es bis dato auf einem Boot so überhaupt noch nicht gegeben hat. Und das passt natürlich absolut zu Bravus, aber trotzdem eben ja, in dem Grün ein gewisses Understatement. Nicht ganz so viel Understatement wie die Deep Blue, nach wie vor mein Favorite. Ich mag ja auch sehr gern Blau, wie viele oft auch in meiner Kleidungswahl werden. Also Blau ist mein Favorite, aber das hier ist auch ein sehr, sehr, sehr cool, sehr, sehr ansprechend geworden. Eine sehr geile Sache. Was noch neu ist bei dieser Ausstattung ist jetzt, gerade gefragt, wie man das nennt, es ist einfach matt, man könnte auch seidenmatt sagen, ich könnte auch sagen unlackiert, aber das Carbon in dem Schiff, werden wir gleich am Armaturenbrett sehen, ist eben matt und wirkt dadurch nochmal ganz anders, irgendwie, ich denke, fast etwas hochwertiger. Ich weiß gar nicht, ob das von der Verarbeitung sogar mehr Aufwand ist, weil das natürlich, ich glaube, ja, man sieht halt mehr Unebenheiten, wenn es nicht lackiert ist. Grundsätzlich ist das Schiff oder die 900 Suntop gibt es ja in verschiedenen Grundversionen. Es gibt erstmal sie als die 900 Shadow aus Suntop, wo wir hier drauf sind. Gleich gehen wir noch auf die Cross Cabin oder eben als Cross Cabin. Und dann gibt es die verschiedenen Achterdeck-Layouts. In dem Fall haben wir hier das Multi-Storage. Multi-Storage heißt, dass wir einen großen Sonnenliege hinten haben. Lege ich mich gleich mal drauf. Mit einem riesigen Stauraum unten drunter. Man könnte auch einfach sagen, ein Kofferraum. Da liegen jetzt zum Beispiel Stand-Up-Paddleboard drin oder auch der Scooter von Bravus. Da kann man eben alles stauen. Es ist halt als Badeboot einfach perfekt. Man schmeißt einfach alles hier hinten rein, macht den Kofferraumdeckel zu, wie man es vom Auto kennt, und hat dann hier wirklich eine große Liegefläche hinten drauf, wo man mit dem kleinen Kissen, also mit dieser Erhöhung hier vorne, automatisch ein Kopfkissen hat. Das Ganze gibt es natürlich genauso bei der Axopa 37. Das ist grundlegend dasselbe Setup. Alternativ gibt es dann auch bei der Bravus die Achterkabine, wo man hier unten drunter etwas erhöht die Kabine hat. Zugang durch die zwei Sitze dort, was man hochklappt. Oder auch die Wetbar, die dann eben hier davor steht. Unterschied, immer wieder, gibt es 450 PS auch bei Axopa? Nein, 450 Doppelmotorisierung gibt es nur bei den Bravus-Booten. Wir reden hier von einem Topspeed 60 Knoten plus. Das hat natürlich immer ein bisschen mit dem Fahrerrevier zu tun. Das hat damit zu tun, wie beladen das Schiff ist, wie viel Tank, wie viele Personen an Bord, Salzwasser, Mittelmeer, Temperaturen und so weiter. Aber was ich sicher sagen kann, dass sie eine Marschfahrt haben mit dem Schiff, die über 40 Knoten liegt. Und da ist einfach der Fokus, 40 Knoten plus Marschfahrt und das komfortabel, sicher, so dass man mit der Familie die Geschwindigkeit fahren kann. Das ist ziemlich einmalig auf dem Markt. Sehe ich gerade hier, das ist eine kleine Neuigkeit, es geht endlich hier auch Getränkehalter hinten bei der kleines Detail, aber auch sehr cool, die sind auch in matt gehalten, hier bei der Bravus Shadow und hier, das ist ein Carbon Package, Extended Carbon Package, das heißt die ganzen Sitzschalen hier hinten sind auch in dem matten Carbon gehalten, das sieht sehr, sehr edel aus, in Kombination jetzt von vorne dann mit dem Bravus Logo im Sitz und dem Stealth Green Logo, das ist sehr, sehr schick. Es gibt aber auch die Lounge Edition, heißt sie, glaube ich, Lounge Couch. Ich nenne es einfach mal Couch, bei der Axopa heißt es Mediterranean Edition. Das heißt, man hat dann nicht die Einzelsitze,
sondern man hätte hier eine komplette Sitzbank, mehr Sitztiefe etwas. Und dann auch vorne statt den Einzelsitzen dann wiederum eine Bank. Das gibt es, wie gesagt, genauso bei Bravos, wobei man dann nicht den Stoff bei Axopar hat, der so leinartig ist, sondern es bleibt bei dem Silvertech-Stoff mit der Steppung, wie wir sie hier auch genauso sehen. Dann, ja, Klassiker, die man einfach auch so von der Axopar kennt. Hier sieht man nochmal die Farbe ganz gut, finde ich, von dem Tisch. Also von dem Schiff, aber an dem Tisch fällt es sehr auf. Also wirklich, das ist so ein Graustich mit drin. Sieht super, super edel aus. Dann haben wir hier unten drunter, kennen alle schon, ich finde es so ganz große Stauräume auf beiden Seiten. Und dann hier vorne dran die beiden Kühlschränke, einen auf Backbord und einen auf Steuerbord. Die Sitze hier sind natürlich drehbar. Mal sehen, ob ich das jetzt hier beim ersten Mal hinkriege. Ja, oh, das läuft gut. Um dann natürlich, wenn man den Tisch ausgeklappt hat oder auch so, in beide Richtungen hier am Tisch sitzen zu können. Wenn man das Ganze als Lounge Edition hat mit der Sitzbank, dann klappt man einfach die Rückenlehne um. Dann haben wir gerade eben das Dach oben geöffnet. Das ist ja eins der wichtigsten Sachen, die man so bei der Axopar oder bei der Bravos Axopar 37 genauso mit der Santo. Teddy, könntest du gerade kurz warten? Ist das runtergegangen, oder? Alles gut. Da müssen wir vielleicht gleich einen Schnitt machen. Wir hatten gerade einen Staubsauger hier am Laufen. Das ist auch, ich denke, nach wie vor ziemlich einmalig mit diesem elektrischen zu öffnenden Dach. Ich fahre es jetzt auch mal gerade zu und dann fährt es ja automatisch wieder auf. Weil man kann einfach hier in dem Schiff sehr schnell das Ganze von einem komplett geschützten Schiff, man kann ja auch hier oben, wenn man möchte, optional ein Camperverdeck einziehen, zu einem komplett offenen Schiff transferieren. Und man hat hier an dem Fahrstand, ich habe selber dieses Jahr erleben dürfen, ich bin 3 Tage mit Julia auf Mallorca mit der Deep Blue gefahren, man hat hier an dem Fahrstand einen Fahrspaß, der völligst einmalig ist. Also mit 45 Knoten Marschfahrt in eine Bucht nach Caprocat zu fahren von Calanova aus, ist einfach völlig faszinierend. Wir werden im Bootsclub in Mallorca sogar ab 2023 Saison jetzt hier eine Bravos haben, eine Glacier Blue, in dem Setup genau wie hier, eben auch mit Multistorage, mit den Einzelsitzen, aber in Glacier Blue, das ist so ein ganz helles Hellblau mit den grau-beigen Sitzen, also an sich, und es ist ein Gelcoat-Boot, das ist kein lackiertes Boot wie das hier. Ab dieses Jahr im Bootsclub. Preise dazu gibt es beim Tom. Da sind auch noch Mitgliedschaften frei. Wir haben ja maximal 7 Personen pro Boot. Also vielleicht für denjenigen, der momentan Bootsclub-Mitglied beim Tom ist, beziehungsweise damit geliebäugelt hat, aber eben das passende Boot noch nicht bei uns dabei war. Ab diesem Jahr wird eine Bravos dabei sein. Hier sieht man nochmal das matte Carbon am Fahrstand mit den matten Getränkehalter hier. Das sieht super edel aus. Mit dem Information Display und dann zusätzlich beim Bravos haben wir noch 2 weitere Displays hier in der Klappe zum Niedergang. Das gibt einen Look hier am Armaturenbrett, der ziemlich einmalig ist, finde ich. Dann natürlich das Logo hier, Konstantin Buschmann unterschrieben, Shadow 900 Stealth Green. Wir haben hier neu, wichtig, dass ich gerade hier, GL Audio auf der Stealth Green. Bis dato waren die Musikanlage immer von Fusion. GL Audio bietet im High-End-Bereich einfach nochmal eine andere Qualität wie Fusion. Und so hat sich Bravos Marine dazu entschieden, GL Audio zu wählen. Das erste Boot mit GL Audio war die Bravos 300, die wir die Woche auch noch vorstellen. Und jetzt eben auch die Stealth Green 900. Wir haben ja überall eine indirekte Beleuchtung hier am Gangbord. Neu ist das Ganze auch noch in der Stufe. Sieht auch sehr schick aus. Dann gehen wir aufs Vorschiff vorne. Hier haben wir schon die sogenannte Launch Edition der Sonnenliege. Die ist immer so. Das heißt, wir haben bei Bravos immer die Sonnenkissen auf den Gullwing Doors hier oben drauf als Standard, die sonst bei Axopar nur im Matpack dazukommen. Das heißt, wir haben hier auf den Gullwing Doors eine Sonnenliege. Und dann haben wir auch hier die Sonnenliegenerweiterung so, dass man hier an der Seite
die Getränkehalter haben, zusätzlich mit der Armlehne, beziehungsweise wenn man hier sitzt, da ist was runtergeflogen, wenn man da sitzt, und mein Mikro, Entschuldigung, nicht, dass wir gleich keinen Ton mehr haben. So. Der Puschel wieder drauf. Ich muss dem Kabel ein bisschen mehr Luft geben. Wenn ich hier so Bewegungen am Boot mache, kann das mal schnell dazu führen, dass der Mikro los ist. Ordentliche Sonnenliege für zwei Personen zum gut liegen, sehr sicher mit den Seitenteilen hier. Dann haben wir hier unten drunter noch einen Stauraum, wo wir gut unsere Ganzpersenning immer drunter packen können. Wir haben hier bei der Brabus nach wie vor den Aztec Flooring, Ankerkasten mit Ankerkastenkuschen, mit der elektrischen Ankerwinde. Der Ankerbeschlag ist in dem Fall hier nicht montiert, das hat mit der Messe aber zu tun, da das Boot nicht so weit vorne im Messestand überstehen soll. Mit Edelstahlkette Standard, 50 Meter, 6 mm Kette, wobei man das Ganze auch natürlich noch auf 8 mm ausbauen kann. Am Dach oben haben wir die Roof Racks, wir haben die optionalen Scheinwerfer vorne, die Scheinwerfer auch in dem matten Carbon, die LED-Scheinwerfer, dann die Roof Racks für Stand-Up-Paddling-Board und hinten sowohl Horn, Suchscheinwerfer, Radar, das erweiterte Navigationspack, alles in schwarz gehalten, was sehr geschmackvoll natürlich aussieht. Und dann haben wir natürlich hier ein Highlight, der gerade mal das eine Kissen losmachen. Ein Highlight der Axopa 37, genauso wie bei der Shadow 900, ist natürlich die Gullwing Doors. Ich gehe jetzt mal hier über die Steuerbordseite in die Bugkabine rein. Können wir hier unten nochmal so ein kleines Gefühl bekommen. Das ist schon ein ganz anderes Level. Ist halt ein bisschen sehr schwarz gehalten. Das ist nur natürlich Brabus. Ich würde sagen, der Axopa innen drin ist ein bisschen freundlicher, aber von den Materialien hier mit dieser mit der Kombination aus dem hellen und dem dunklen Leder. Dann haben wir hier den großen Fernseher auf der Rückseite optional. Oder man kann hier einfach auch eine Toilettenkabine haben. Aber das Ganze innen drin hier ist sehr, sehr schick gemacht. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite hier auch noch die Gullwing Door, die wir genauso nach Backbord öffnen können. Und diese Gullwing Door, gerade wenn man hier so in der Ecke sitzt, hier sich hinten, gibt halt sehr viel. Gibt dem Raum sehr viel Luft, wenn man im Mittelmeer, vielleicht hier unten sitzt, muss vielleicht ein bisschen arbeiten, kann man sich hier zurückziehen, man behält trotzdem einen kompletten Außenbezug. Und ich gehe jetzt durch die andere Klappe hier zum Fahrstand wieder raus, dass man auch ein Raumgefühl bekommt und bin natürlich hier wieder dann am Fahrstand. Fahrstand, vielleicht noch zwei, drei Sachen zu sagen, habe ich vielleicht hinten ein bisschen neglected, ist einfach nochmal die sehr gute Position. Wenn ich hier am Fahrstand stehe, habe ich hier an der linken Seite die Gerade zum Lenkrad. Das Lenkrad ist ein bisschen Offset nach Backbord, dass ich gut hier an die Throttle rankomme. Genauso der Joystick ist Standard bei der Shadow 900 GPO mit Skyhook bzw. dem Autopiloten. Die Information Display habe ich eben den Hersteller nicht genannt, das ist natürlich Simrad und alle notwendigen Schalter sind sehr schön hier in diesem mit dem Brabus-Logo hinterleuchtet. Das ist alles sehr automobillastig, würde ich behaupten. Gut, das war's von der Stealth Screen. Als nächstes gehen wir jetzt genau gegenüber zur Shadow 900 Cross Cabin Black Ops Signature Edition. Dort gab's, ich brauche noch 10 Minuten, Signature Edition. Hier sieht man das ganz gut, auch die Wettbar, auch wieder 2x450 PS, ähnliche Topspeed, gleiches Grundboot. Hier sieht man das Carbon jetzt in der normalen Version
lackiert oder und, ja, also shiny, wie immer man das nennen mag. Was wir eben auch vergessen haben zu sagen, sind bei der Bravo sind automatisch die Fender-Box-Kissen Standard, mit drüben vergessen zu erwähnen. Und dann haben wir hier die Wettbar, die man natürlich genauso, also die ist bei der hier mittig, Entschuldigung, die man genauso bei der Suntop wählen kann. Eine Wettbar führt dazu, dass man hier im hinteren Bereich des Schiffes natürlich mehr Freiraum hat, man hat ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und so eine Wettbar hat auch so eine Funktion wie so ein Küchenblock in der offenen Küche zu Hause. Das heißt, People können sich hier ein bisschen treffen, deswegen auch die Kissen hier auf den Fenderboxen. Man gathert hier sich so, um eben sich vielleicht ein Getränk hier zu holen oder eine Kleinigkeit. Hat jemand vielleicht was vorbereitet, ein paar Snacks, die man hier in der Wettbar natürlich auch gut präsentieren kann. Dann haben wir hier natürlich ein Waschbecken in der Wettbar und noch viel wichtiger, ein riesen Kühlbox für Getränke oder Lebensmittel und in dem Fall jetzt hier einen Gasgrill, nein, einen Elektrogrill, beziehungsweise man kann auch einen Induktionsfeld haben, ein Teppanyaki, da gibt es verschiedenste Optionen. Und dann natürlich, was sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ordentlich Stauraum, ein kleiner Mülleimer. Da können wir auch hier noch Steckdosen extra beinbauen, eine Nespresso-Maschine. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was wir auch noch realisieren können. Die Farbe hier, es gab ja bis dato die Black Ops 1 of 37, also 1 von 37, die wurde wir haben noch eins an Lager, aber die letzten wurden im Frühjahr 2000 oder im Sommer 2022 gebaut. Das heißt, das ist eine neue Limited Edition. Die Farbe ist etwas dunkler wie das Gunmetal Grey. Es geht ein bisschen mehr ins Schwarz. Gunmetal Grey war ja so ein Schwarz-Grau. Geh ruhig mal da weiter. Ich gehe mal komme von der Backbordseite ins Schiff rein. Cross-Cabin, mein Lieblings-Setup, komplett zu öffnendes Dach oben, riesige Seitentüren, aber trotzdem sehr geschützt im Innenraum sitzen. Gerade im Schiff wie die Bravos, wo man einfach so eine hohe Marschfahrt hat, muss ich mir vorstellen, dass die Wassertemperatur ist eigentlich dann der Fahrtwind, auch wenn man vielleicht eine Lufttemperatur von 25 Grad hat, aber das Mittelmeer im Frühjahr noch kalt ist bei 18, 19 Grad, dann ist bei 40 Knoten einfach der Fahrtwind die gefühlte Temperatur. Und dann kann man einfach perfekt die Seitentür schließen. Ich sperre dich mal gerade aus. Man schließt einfach die Seitentür und ich bin hier komplett geschützt im Innenraum, habe aber trotzdem die Sonne von oben. Ich habe das Gefühl, offen draußen zu sein, obwohl ich einfach komplett geschützt bin. Und im Sommer macht man es genau andersrum, dann fährt man das Dach nämlich zu und öffnet wiederum die Seitentüren, weil man möchte ja den Fahrtwind bekommen, aber von der Sonne geschützt sein. Und dann lässt man das Dach ein kleines Stück vorne offen, wie es auch automatisch anhält. Das sind etwa 20, 25 cm, das heißt, der Fahrtwind drückt oben rein und drückt sich wieder hier an der Seite raus, beziehungsweise kommt von der Seite rein. Und dann hat man einfach eine tolle Durchlüftung und so ein perfektes Boot für den Sommer. Ich bin ja eine Axopar 37, selbe Grundmodell, mit Julia 14 Tage in Korsika unterwegs gewesen. Und für uns ist das Cabin-Boot, Cross-Cabin-Boot-Konzept ganz klar die beste Wahl für ein Mittelmeerboot. Das ist also nicht für ein Mittelmeerboot, wo man auch größere Strecken mitfahren möchte. Wenn man nur in die Nachbarbucht fahren möchte, nur Sonnenbaden möchte, dann natürlich das offene Boot. Aber wenn man ein bisschen größere Touren machen möchte, ist einfach so ein geschlossenes Boot, wo man sehr variabel mit ist, wie bei der Axopar oder Bravos 900 in dem Fall, die super gute Wahl. Hier haben wir wieder das Carbon im Shiny Look, also wie man es kennt, dass man einfach nur den Unterschied zu gerade eben sich vorstellen kann. Wenn man gerade einmal, bevor ich das vergesse, wir haben hier unten natürlich einen großen Stauraum drin. Sowas ist auch immer wichtig. Und wir haben hier ein Lithium-Ionen-Pack drin von Whisper Power mit 300 Ampere Lithium-Ionen-Batterien, die nur für 230 Volt Verbraucher zuständig sind, unabhängig von dem normalen Bordnetz. In dem Fall hat das Schiff natürlich hier eine Klimaanlage, beziehungsweise für den Grill, den ich Ihnen eben unten gezeigt habe.
Du kannst vielleicht noch mal durch die Galving-Tür vorne reinschauen und ich gehe von hier ins Schiff rein. Nämlich hier haben wir eine ganz interessante Variation des Schiffes. Wir haben nämlich hier die Toilettenkabine, das heißt, ich kann jetzt hier die Wand schließen und habe hier hinten dran die Toilettenkabine. Das zeigen wir gleich nochmal von der anderen Seite. Wir tauschen, denke ich, gleich mal ganz kurz. Hier vorne im Vorschiff ist alles sehr, sehr ähnlich was ich eben schon gezeigt habe. Wir haben die Diving Tours auf beiden Seiten, aber hier steht eben diese Wand, die den Toilettenbereich schließt. Und du gehst jetzt am besten einfach mal gerade nach vorne, genau, und filmst den Toilettenbereich nochmal und ich schließe die Tür von der Seite. Wir haben jetzt hier gegenüber das Waschbecken, wir haben hier unten den bekannten Safe und ich habe hier, die brauche ich nicht öffnen, habe ich hier die Toilettenkabine, die ich natürlich jetzt hier, indem ich die Tür allgemein zur Kabine schließen kann, ist der Toilettenraum komplett abgeschlossen. Ich habe ein kleines Waschbecken hier eben und ein bisschen Stauraum. Das ist für diejenigen, die einfach den Toilettenraum komplett geschlossen haben, weil der sonst in der 900 Standard ohne die Wand einfach derselbe Raum ist wie das Bett, wobei ich glaube, sehr wenig Leute, ich sag mal, viele Nächte auf so einem Schiff schlafen werden. Dementsprechend finde ich eigentlich die Version dieses einen Raum, Toilette und Bett gar nicht so verkehrt. Gut, was machen wir? Gehen wir nochmal aufs Vorschiff vorne. Ah ja, wir haben ja die Polsterfarbe, habe ich gar nicht definiert. Die ist auch neu in so einem dunklen Grau. Dadurch sieht das alles sehr böse aus. Es gab ja sehr lang das Rot als Hauptfarbe. Und das ist jetzt bei der Black Ops Edition und das ist jetzt eben ein dunkles Grau oder ein Mittelgrau. Sehr maskulin, sehr, sehr cooler Look. Einfach ein bisschen böse. Sonst ist hier vorne alles identisch, wie wir es gerade auf der Stealth Screen gezeigt haben. Die Kissen, wie sie hier gezeigt werden, das ist alles Standard. Wir haben wieder das ähnliche Anker-Setup. Ankerbeschlag fehlt wieder hier für die Messe. Stauraum hier unten drunter. Ich habe jetzt in dem Fall ein Stand-Up-Paddling-Board oben am Dach liegen. Von Brabus auch. Gibt es passend von Yobi abgestimmt. Ich glaube, das war's. Ich werde versuchen, morgen im Live jemand von Brabus. Ich hoffe, der Sebastian, ich nenne den Namen jetzt einfach hier, damit er gar nicht Nein sagen kann, wäre der Sebastian oder Daniel von Brabus oder vielleicht sogar der Konstantin mit hier an Bord zu haben. Das werden wir vielleicht später, wenn das Video hochgeladen wird, wissen wir das schon, wer uns morgen im Live hier auf dem Schiff begleiten wird, um ihre Fragen zu beantworten, beziehungsweise noch ein paar mehr Details zu dem Produkt Brabus Shadow 900 Suntop oder Brabus Shadow 900 Cross Cabin zu beschreiben bzw. in Details nahezubringen. Vielen Dank hier vom Brabus Stand und bis morgen. Danke, tschüss.